Hallo und willkommen zurück zu Dead Rising 3. Wir machen hier weiter und spielen jetzt hier ein wenig in diesem Bezirk rum. Es gibt noch ein paar Baupläne zu finden, wie wir hier sehen können, und auch ein paar Frank West Statuen. Ich gucke noch mal eben ganz kurz nach, wie das mit unserem Hochleveln aussieht. Wir haben 0 Attributpunkte, kein Level gemacht. Ich krieg's nämlich meistens gar nicht mit, wenn wir ein Level höher kommen. Aber das ist ja gar kein Problem. Dann werden wir jetzt einfach mal der Hauptmission nachgehen. Einen weiteren Anruf haben wir auch, glaube ich, nicht bekommen. Zumindest habe ich keinen mitbekommen. Da haben wir einen Plan. Und der andere ist oben. Eine Bummkanone. Gut. Bummkanone. Dazu brauchen wir eine Granate und eine Schrotflinte. Basteln wir uns doch jetzt mal eine Bummkanone. Yo. Tja, was aus so ein bisschen Metall geworden ist. Ist natürlich enorm. Hier können wir jetzt auch öffnen. Und dann kommen wir auch so in den Innenhof. Gut, oh, Mauszeiger eben weg. Ja, das Ganze spielen wir auf dem PC. Ja, gern geschehen. Keine Ursache. Frank West Statue. Wo denn? Hier oben drauf wahrscheinlich. Weil da kommen wir ja nur von der anderen Seite ran. Da wir aber sowieso auf die andere Seite müssen, sollte das ja, denke ich mal, kein Problem sein. Einmal drüber gehüpft. Die wollten wir auch mal nutzen. Okay. Machen wir mal den Kerl hier damit fertig. Oh, zwei Schnitzer und der liegt. Das ist nicht schlecht. Ha, ich dachte, klettert darüber. So. Und die Frank-Statue war hier oben. Ach, da ist er. Hallo, Frankie. Wieder 5000 PP. Und jetzt gehen wir in die Richtung. Dort haben wir einmal ein Kamerasystem. Oh, das ist aktiviert. So, das haben wir schon mal deaktiviert. Da vorne. Da geht's weiter. Hier haben wir einen Bauplan. Hier drinne oder obendrauf wahrscheinlich. Nee, das Hintertürchen kommen wir auch nicht. Ja, wir können dich auch damit hauen. Dann gehen wir mal hier hoch, übers Baumhaus. Ich denke, das ist der sinnvollste Weg, den wir da einschlagen können. Da kommen wir auch aufs Dach. Sehr schön. Dann haben wir da oben wieder einen Teddy. Und jetzt können wir einen Teddy mit Dreirad bauen. Was brauchen wir dafür? Ein Freiheitsbär plus Rollstuhl. Wie bauen wir noch den Freiheitsbären? Wo ist er denn? Da. Roboterbär und LMG. Dann nehmen wir mal den Roboterbären. Und die LMG. Oh, ist runtergefallen. Das bauen wir mal damit zusammen. Haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen Rollstuhl. Oh. Unser Bär. Unser Teddybär. So. Rollstuhl, wo soll der bitte sein? Oh, das ist ja schön.
Nein. Ich wollte den Bauplan haben. Haben wir den Teddy eingesteckt? Ja, sieht so aus. Den haben wir einfach mal in die Tasche gesteckt. Ja, lass uns doch durch hier. Mensch. Aufdringlicher Typ. Du auch. Naja, gehen wir in die Richtung. Da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Zwei Kameras zerstört. Ach, da hinten sind auch noch weitere Sachen. Also wir müssen mehrere Stadtteile abgrasen. Dann jetzt wieder in diese Richtung, um die nächste Kamera zu kriegen. Gehen wir einfach hier rüber. Rollstuhlrampe. Bist du wohl. Genau, da mal rüber. Schön durchs Villenviertel. Da kommen wir so nicht weiter. Da müssen wir hier unten lang. Einfach mal hier rüber. Da ist er. Und auch das haben wir kaputt. Hier ist unser Auto. Mal eben in diese Richtung hier. So. Mal kurz gucken. Nee, links abbiegen, dann wieder rechts und rüber. Links abbiegen. Oh, dann wieder rechts. Verdammt. Oh, das schaffen wir. Das schaffen wir. Jo. So, dann nehmen wir den linken erstmal. Ich hab keine Angst. Oh, oh, Scheiße. So. Das. Das glaube ich dir. Und. Tja. Haben wir dich gerettet? Haben wir dich gerettet? Haben wir doch, oder? Er rennt einfach weg hier in den Laden und ist verschwunden. Hoplan. Große Bombe. Ich meine, es ist schön, dass er uns das gezeigt hat. Durchaus. Wo ist der Frankie? Na! Muss wohl aufhören, um hier rumzuknabbern? Hier soll irgendwo noch ein Frank West sein. Da oben. Da kommen wir bestimmt über den LKW ran. So, da einmal hoch. Dort nochmal. Jawohl. Und darüber. Eingesammelt. Unser. Das ist doch sehr schön. Zwei Attributpunkte. Wir sind Level 20. Ein hier. Und abhauen. Genau. Springt da einfach mal aufs Auto, während wir noch am Einsteigen sind. Und durch da. Jawohl. So, da haben wir wieder. Da vorne. Alter, was passiert da? Womit zum Teufel wurde da geschossen? Und vor allem wurde auf uns geschossen? Wäre, glaube ich, noch viel interessanter zu wissen. Meine Eltern und mein Bruder sind in diesem Chaos. Hilf ihnen, wenn du kannst. Ich gehe zum Lager. So. Habe ich dir jetzt geholfen oder nicht? Ach so.
sind mehrere. Rette die Familienmitglieder. Da haben wir noch welche. Okay. Oh! Das habe ich gar nicht mitbekommen. So. Hier müssen wir auch was manipulieren, zerstören. Was haben wir denn hier? Okay, nee, da müssen wir Hand anlegen. Wo bleibt mein Feuerschutz? Alter! Hier ist noch was! Hallo? Ja, dann rennen wir mal wieder. Das ist so eine Trottel, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los, ey? Heftige Army-Einsätze. So, dort entlang. Da müsste das nächste Familienmitglied sein. Jo, weiter. So, da kommen wir der Sache auch ein bisschen näher. Na, wirst du wohl. Ich glaube, wir brauchen langsam mal wieder was zu essen. Alter. Boah. So. Sagen Sie ihnen, sie sollen zum Lager kommen. Ja, ja, mache ich. Wie viel Schuss haben wir denn noch? Ach da unten. Gott sagen, hat mir gar nicht mehr angezeigt, wie viel Schuss wir noch haben. Da ist noch irgendwo eine Frank West Statue. Die würde ich ja ganz gerne haben. Da bist du. Weil gibt wieder 5000 Punkte. Und dahinter ist. Oh! Oh! Ja. Essen. Ja, du brauchst Verstärkung. Ich brauche Essen. Oh, da haben wir noch eine Statue. So. Sieh mal an. Dann. So. Auge juckt. So, Apfel essen. Also die Gatling Guns, die sind ganz cool. Durchaus. Aber ich frage mich, wann die ausgebrochen sind. Spezialeinheiten da. Boah. Ihr Verrückten. Boah. So. Kannst haben. 1200. Ja, beim Dead Rising 1 waren die auch immer mit am meisten wert. So. Ja, ja. Es macht uns irgendwie nicht viel Schaden. Trotz, dass wir gerade mit Patronen getroffen worden sind. Beim Durchschalten. Das Auto, das können wir auch wegwerfen. Hä? Und jetzt? Und jetzt? Na. Ja, das ist ja super. Wir können damit die Zombies umfahren. So, stellen wir uns mal hier oben drauf.
Wie cool ist das denn? So, zack. Und da ist noch einer. Boah, schade, verfehlt. Drumherum, einmal driften. Und jetzt, zack. Ja, kann ich das auch wegwerfen? Irgendwie weiß ich nicht, wie ich das sonst loswerde. Nein! Gott, wirf es doch weg! Alter Schwede! Naja, scheint wohl so nicht zu gehen. Ab ins Auto. Heilige Scheiße. Und das fahren wir zum nächsten. Ist zwar nicht so weit. Da sind wir auch schon. So, wenn wir jetzt noch wieder eine Gatling Gun hätten, das wäre... Ach. Verdammt! Gott verdammt! So. Jetzt gehen langsam die Waffen aus. Wo schießt er denn noch drauf? Nee, sollte er auch gar nicht. Sie sind überall. Meine Frau und zwei Söhne sind da drauf. So. Das haben wir geschafft. 12.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Das sind nur 141 Meter. Waren wir da schon gewesen? War das das? Ja, ich glaube schon. Mist. Ist da oben, sieht irgendwie verdächtig nach Bauplan oder so aus, aber ist ja auch egal. Wir haben so gut wie nichts mehr an Waffen im Moment. Vor allem auch nichts, was irgendwie viel Schaden bereitet. Aber wir haben diese hier noch. So. Tja, wo seid ihr? So. Einsammeln. Nein! Nein! Oh Gott! So. Manipulieren. Auch das haben wir abgeschlossen. Na, lass uns doch durch. Na, komm schon. Und darüber. Jawohl. Da lang. Alter, was schreist denn so? Jetzt wollen wir weiter zu den letzten beiden dort, die ein wenig weit entfernt sind. Na! Falscher Knopf. Das war heftig. Das war es durchaus. So, jetzt rasen wir da hoch. Wieder über die Brücke rüber. Es geht so wenig mitnehmen wie möglich. Da. Jawohl. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Raus hier. Da kommen uns ein paar Reifen entgegen. Aber wir haben noch ein paar von den Viechern in die Luft gejagt. Welche Freunde? Das sind ja meine Freunde. Was für Freunde? So, was haben wir hier für eine Mission? Überlebenstraining. Fahrerflucht. Nee. Ich mag diese Überlebenstraining nicht so. So, 161 Meter. Dann gehen wir doch auch mal in die Richtung, oder? Wenn wir es denn können... Oh, sieht gut aus. Nee, da ist nur eine Überführung in die andere Richtung. So. Gehen wir einfach mal hier weiter. Und links rum. Ui. Hier sind... Na! Ihr Miesen. So.
Wird das hier auch wieder von Soldaten bewacht? Was ist das denn bitte? Tja, wenn ich das wüsste. Nichts wie weg! Na, nein! Da muss es sein, zünden wir es an! Oh! So. Was sollen wir anzünden? Kann ich ja irgendwo hoch? Dort auf jeden Fall. Nee? Verdammte Scheiße. Meine ich doch. Das sah doch sowas von total nach Bomben aus. Da kommen wir nicht hinter. Seltsam. Irgendwie muss ich da hochkommen. Oh. Da muss... Zünden wir es an. Vorräte verbrannt. Ja, wie denn? So. Ha. Und hier hat sich noch ein tragisches Schicksal ereignet. Ist es das da hinten in der Ecke? Ich glaube schon, ne? Oh. Irgendwie da drinne, so wie es aussieht. Na okay, dann probieren wir hier nochmal hoch. Irgendjemand schießt hier doch mit einer MG. Hm. Kann man doch sagen, was man will. Ich habe hier doch eine MG gehört. So, Laubgebläse und... Laubgebläse und Chemikalien. Nee, das bringt uns nicht sehr viel. Wie werde ich das Ding bitte los? Tja. Jetzt wäre eine Schusswaffe nicht schlecht. Aber die habe ich gerade nicht, außer dieser hier. So. Sturmgewehr. Und hier können wir untersuchen. Sie hatte stets den Vorteil gegenüber den Zombies. Hm? Will ich nicht haben. Haben wir da denn? Granate. Weiß nicht, wofür die rote Leuchte da leuchtet, aber ich glaube, wir sollten uns damit nicht zu sehr beschäftigen. Laubgebläse. Oh. Ah. So. So werden wir die los. Wir haben gerade nichts da zum... Das war Schrotflinte und... Schrotflinte und Granate. Gut. Aber auf jeden Fall haben wir Granaten. Die sind ja nie weg. Okay. Dann hier mal einsteigen. Warum springst du denn sofort da drauf?
wirklich dein Ernst? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt müssen wir in die Richtung. Fahren wir einfach mal durch. Oh, links abbiegen. Gut, da kommen wir auch nicht viel weiter. Ne, nicht wirklich. Aussteigen, rüber. Erst laufen wir. Kommen wir hier oben rein? Was haben wir denn hier? Tragisches Ereignis. Wo geht's denn hoch? Ups. Wir gehen hier hinten raus. Na. Ah, schade, da komme ich jetzt so nicht hoch. Da aber. Da auch nochmal. Och Mann. Ich wollte doch nicht rüber, ich wollte doch rauf. So, wie komme ich da jetzt hoch? Gar nicht. Gar nicht ist auch so eine Situation, die dauernd vorkommt. Ganz oft gibt es gar nicht. Man muss da irgendwie hochkommen. Doch wie ist die Frage? Hier gibt es keine Treppe. Ich will irgendwie auf das Dach. Es sieht so aus, als müsste ich von da oben aufs Dach runterkommen. Weg von hier! So. Ja, ich würde fast darauf schwören, dass es so ist. Gut, dann gehen wir in Richtung Vorräte. Und werden auch diese vernichten. Hallo? Irgendwer hier? Was zum Teufel? Du solltest nicht aufstehen. Sind Sie Arzt? Heutzutage eher Unternehmer. Ich hoffe, du trinkst nicht. Hier gibt es kaum noch gute Lebern. Moment mal. Leg dich hin und warte, bis du dran bist. Das ist meins! Hörst du? Sie haben das alles von den Leuten. Du kapierst nicht, oder? Man muss die Gelegenheit nutzen. Oder man verliert den Profit. Einfach. Die reinste freie Marktwirtschaft. Sie sind ein Mörder. Ich bin Geschäftsmann. Und du mein neuer Export. Sonnenschein. Ach du Scheiße. Was soll das denn? Besiege den echten. Ja. Der echte ist der linke. Alter. Lass die doch in Ruhe, du. Psycho. Hallo? Was? Ernsthaft? Wo sind die jetzt hin? Ich habe keine Waffen mehr. Du Scheiße. Du siehst... Ich wollte gerade sagen, du siehst einfach... Boah, jetzt falle ich schon wieder um. Ich hoffe, wir treffen niemals sie. Das ist so psycho gerade.
duckt sich und der andere greift an. Alter! Wow! Ich hab doch den linken Stick gedreht! Alter! Du verrücktes Schwein! Nein, 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 nein! Das, och, das ist doch ein Witz! Ach du Scheiße! Heftig! Weg von dem Psycho! Boah, renn, renn, renn! Alter! Armer verwirrter Junge. Ach, das ist doch nicht wahr. Warum kriegt er mich denn immer? Alter Schwede. Du dummes Schwein. Boah. So, wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Der versucht sich zu verstecken. Da hinten ist der andere. Das nehmen wir uns mal mit. Ach, Mist. Warum haben wir nichts, womit wir so zuhauen können? So, nehmen wir das einfach. Ist ja egal. Warum sind es jetzt drei? Nein, 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 diesmal nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So schnell kann man gar nicht reagieren mit Stick drehen. Warum seid ihr jetzt zu dritt? Was verabreicht er uns da denn die ganze Zeit immer? Es ist auf jeden Fall nicht gut. So. Los, wehr dich doch. Nein, 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 nein. Och, das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal. Wirklich, jedes Mal. Das ist doch Verarsche. Das ist doch pure Verarsche. Nein. Dumme Sau, ey. Boah. Beim letzten Mal klappt's. Nein, nein. Das versaut meine Gewinnspanne. Sie wollen sich nur das holen, was mir gehört. Finger weg von meinem Eigentum. Meins. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Errungenschaft freigeschaltet. Gierig. Hier. Trink was. Hier. Gracias. Gracias. So, die haben wir gerettet. War da jetzt noch jemand bei? Weiß ich nicht, aber wir gucken uns hier nochmal um. Boah, das ist ja widerlich. Sein Vorbild war scheinbar Dr. Frankenstein. Wie widerlich. Ja, Capcom, was geht so in euren Köpfen vor? Scheiße!
So, das soll ich anzünden? Ach. Fackeln wir die Scheiße ab. Da hat er meine Sachen gelassen. Vorschlagkammer. Und hier haben wir den Waffenbauplan. Säurebecher. Okay. Ja. Fängt natürlich an zu brennen. Ist ganz klar, ne? So, jetzt sind wir da unten und müssen wieder zurück zum Funkturm. Gut. Ausgang finden. Da. Ach so, sie kommt jetzt mit uns mit? Ja, dann. Das brauche ich. Kriegst du einen Vorschlaghammer. Was wir hier noch finden. Oh, Schrotflinte. Kombinieren. Machen wir uns wieder eine Bombenkanone? Jawohl, ja! Echt beeindruckend. Oh. So. Und dann komm einfach mal mit. Alejandra. Heißt das, glaube ich, so wird es, glaube ich, ausgesprochen. So. Runter vom Auto! Komm, steig ein. Weg vom Auto! Bist du eingestiegen? Ja. So, schnell hier wieder weg. Welche Richtung? Links. Dann wieder rechts. Arschloch! Nein! Weg! Verschwinden! Boah, Mist. Och komm, dreh dich wieder richtig rum. Mann. Wie doof. Wie doof, wie doof, wie doof. Ach. Komm mit. Hier unten ist eine Taxe. Oder ein Fahrschulmobil. Und das reicht auch aus. Los, Rainer. Genau. Die lassen wir jetzt mal nicht stehen. So. Und wir müssen wieder hier rüber. So, ja, wir fahren noch ein Stück. Weg, Penner! Uiuiui. Ah, da kommen wir doch gut durch. So, hier links hoch. Oh. Schieben wir mal beiseite. So, wieder rechts lang. Ja, ich glaube, so ein bisschen haben wir die Map auf dem Kopf. So, dort können wir wieder links rum. Ups. Upp. Aussteigen und weiter rennen. Ja, ich bin vorsichtig. Och, über 400 Meter noch. Komm mit, Alejandra. Bitte, einen Moment. Einen Moment, komm lieber mit. Keine Zeit zum Pause machen. Brauch ein Fahrzeug an für sich. Jetzt haben wir nichts, womit wir da rüberkommen, oder? Ah, doch. Na,
Los, steig ein. Von mir geht keine Gefahr aus. Wäre ich auch nie von ausgegangen. Dann steckt das so gerade in derselben Klemme wie ich mit Doktor, total verrückt. So. Dort entlang. Da lang. Hier entlang. So. Alles kein Problem. Ausgestiegen, durchgelaufen. Na du? Ja. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wieder zurück bei Dead Rising 3. Ciao!